Alter, verzieh dich! Alter Schwede! Komm du nur her! Komm du nur her zu mir! Komm du nur her, du Mistvieh! Schnetzel, 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 Schnetzel! Oh, dann an dieser Stelle einen schönen guten Tag alle miteinander, einen schönen Mittwoch. Ich werde heute nochmal ein bisschen mit Subnautica anfangen und werde wahrscheinlich die zweite Hälfte des Streams wieder Oxygen Not Included spielen. Wir sind immer noch auf der Suche, auf der Strahlenschutzanzug. Okay, okay. Hallo, Ben. So, wir können außerdem einen gekochten Spatenfisch machen, du alter Spaten. Und anschließend... Wir wollten was bauen, richtig. Wir wollten eine Schubkanone. Was zum Teufel? Laserschneider, Schubkanone. Ach du meine Güte. Also Fakt ist, wir brauchen Kabelsatz, Batterie, Computerchip und wir brauchen dazu Silber. Wir machen uns jetzt auf die verzweifelte Suche nach Silber. Wir haben einen erweiterten Kabel, also CPU-Hammer und Batterie haben. Wir brauchen unbedingt Silber. Ohne Silber keine Competition. So, und da werden wir jetzt gleich mal runtergehen. Kann doch nicht so schwer sein, hier Silber zu finden. Oder vielleicht doch. Ja, Kupfer. Kupfer ist auch gut, brauchen wir für Kabel. Titan lasse ich jetzt einfach mal. Und wir haben ja unseren Supergleiter. Supergleiter. Finde ich super. Bin mittlerweile echt super, das Ding. Ich gehe nochmal kurz rauf. 54. Am Montag. Wir haben Montag was Interessantes gemacht. Wir haben am Montag noch Oxygen Not Included gespielt. Was war es eigentlich? Haben wir noch genügend Essen? Ja, geht. Hallo? Hallo? Fisch? Wo bist du hin? Wo ist er hin? Da! Bleib Hallo? Bleib Dankeschön. Bleib gefälligst da, wenn ich die essen will. So. Ansonsten hast du wahrscheinlich nichts verpasst. Nicht schwerwiegendes. Die Alpha 18 steht hoffentlich jetzt demnächst in den Startlöchern. Es dauert wirklich ewig. Ich habe echt gedacht, das ist innerhalb von... Das ist innerhalb von ein paar... Tagen erledigt und die Alpha 18 kommt. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich vielleicht nochmal Beta-Let's Play angefangen. Aber jetzt ist es schon so, jetzt brauche ich auch nicht mehr anfangen. Oh oh. Oh oh. Ah, ausgewichen. Debated, würde ich mal sagen. So, da haben wir nochmal den Schwefel, nehmen wir mit. Was haben wir hier? Kalkstein-Aufschluss, Titan. Haben wir sonst noch irgendwas da drin? Wir haben 36 Sauerstoff noch. Wir schauen mal noch mal ein bisschen weiter rein in die Höhle. Oh, hier sind wir runter. Oh, okay, wir holen erst Luft, wenn ich herausfinde, und dann gehen wir in diese Höhle rein. So, hier geht's rauf. Und Rems. Die geile Base, oder? Ist krass. Ich habe die auf dem Twitter-Account von dem Thünern gesehen, also vom Entwickler. Der hat das auch gepostet, und zwar ist das ein anderer Spieler. Der hat die tatsächlich in stundenlanger Arbeit genauso aufgebaut. Also erstaunlich, wirklich erstaunlich. Kann man nur seinen Hut vornehmen. Ich muss meine Base auch unbedingt noch posten, aber kommt jetzt nichts. Ich habe nämlich jetzt eine neue Beschäftigung gesucht neben dem Let's Play. Ich habe mir so einen Rubik's Cube gekauft. Einen Zauberwürfel, einen magischen Zauberwürfel, und bin gerade dabei, das ein bisschen zu lernen, wie das funktioniert. Weil ich mir das schon ewig eingebildet habe. Und ich es einfach nicht gemacht habe. Und dann habe ich es mir mal gekauft, so einen Rubik's Cube, und habe es ausprobiert. Und dachte ich mir, nee, das ist mir echt zu blöd, das alles zu lernen. Aber jetzt habe ich irgendwie Interesse. Und wenn man Interesse hat, dann lernt sich ja bekanntlich alles etwas leichter. Und hier gab es auf jeden Fall kein verdammtes. Hallo Pixel Gamer! Kein verdammtes Eisen, hätte ich beinahe gesagt. Silber meine ich natürlich. Wo ist Silber? Salz ist auch gut, haben wir wieder Pökeln. Das Titan lasse ich liegen. Wir gehen einfach mal hier runter. Was bist du? Kreaturenei, nehme ich einfach mal mit. Oh, war das Science? Erstmal wieder die Fauna auslöschen. Einfach die Eier mitnehmen. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, nachdem ich am Ende der letzten Aufnahme so kläglichst gestorben bin. Werde ich jetzt versuchen, mal ein bisschen öfter aufzugehen. Das ist halt so ein Spiel, da wenn man einmal nicht vernünftig aufpasst, zack, Sauerstoff weg, zack, tot. Wo geht's denn hier lang? Wenn man sich zu weit in Höhlen fortgeht. Der Xentor Antarix hat mir auf YouTube geschrieben,
dass es wohl Höhlen gibt, die bis zu 1500 Meter tief sind. Heilige Mamba. Ja, das ist ganz schön groß. Das Interesse an Englisch, aber kannst du es nicht? Für manche Dinge braucht man auch ein gewisses Talent. Das möchte ich jetzt nicht damit niedermachen, aber so geht's mir zum Beispiel mit. Was hatte ich nie gekonnt in der Schule? Erörterung schreiben. Erörterung schreiben habe ich nie gekonnt. Das ging einfach nicht. Das ging nicht in meinen Schädel rein. Ich habe lieber textgebundenen Aufsatz gemacht. Aber Erörterung habe ich nie gebacken. Ich habe immer Fünfen gekriegt. Das ging nicht in meinen Kopf. Sag mal, wie weit geht's denn hier noch runter? Jesus Christ. Wie tief sind wir eigentlich? 95 Meter. Oh, ganz schön weit oben. Unten wollte ich sagen. Hoch. Hoch. Hoch, 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 hoch. Nimm den Gleiter bitte wieder in die Hand. Ich denke mal, für den Gleiter brauche ich dann auch Batterien. So, und jetzt einmal nochmal runter zum Grund des Bodens, zum Abgrund des Teufels, zum. Ja, ich suche hier eigentlich nur Silber. Boah, Gottes Willen! Was sind das für eine geile Höhle hier? Was? Sandstein. Oh, war das Silber? Ba, 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 Silbererz! Ah, ich sammle die ganze Zeit das falsche Erz. Ich brauche nicht Kalkstein, ich brauche Sandstein. Ah. 30 seconds. Oh. Oh, Scheibenkleister. Aus. Ah, okay, gut. Das ist natürlich interessant. Gut zu wissen. Ich glaube, das hat im letzten Stream schon jemand gesagt und ich habe es einfach ignoriert. Ja, wie gesagt, Erörterung ging bei mir tatsächlich nie. Das war ein Ding der Unmöglichkeit. Hab ich nicht gekonnt, ging nicht in meinen Kopf rein. Alter, wer greift mich da an? Chill! Meine Güte. Was bist du? Bist wieder so ein Fisch, den ich braten kann? Sehr gut. Haben wir noch irgendwo Sandsteineinschlüsse? Das war das Graue. Die grauen Steine. Habe ich zumindest das Gefühl. Boah, und wie dunkel es halt jetzt hier schon wird, oder? In der Tiefe. Oh, das ist ja krass. Das ist ja krass, wie weit ich rum. Oder wird es einfach nur Nacht? Oh, ist einfach nur Nacht, Mann. Sehr gut. Ja. Nun gut. Nun gut. Ich brauche noch Silber. Badabadabadabadabadabadabad. Geil, ich nehme das Kalksteinzeug auch noch mit. Aber. Brauchen nach wie vor noch etwas Silber. Wie viel haben wir dann? Wir haben ein Silber. Toll. Damit können wir erstmal nicht weit. Wenn, dann brauche ich mindestens vier. Das erste. Aber ich sehe hier leider nichts. Leider gar nicht. Oh, was ist denn hier? Krawallen. Die sehen so geil aus. Jedes Mal, wenn wir irgendwo mal im Zoo sind oder Aquariumland hätte ich beinahe gesagt, oder in irgendeinem, ja, wo man halt Fische anschauen kann. da gibt's im Zoo Berlin zum Beispiel, nein, zu Hamburg war es, ganzen extra Bereich mit Fischen. Und das sind halt auch Quallen. Und Quallen sehen so spacey aus, so total abgedreht. Die schauen aus wie nicht von dieser Welt. Ah, Silbererz, da, da, da. Scheinbar muss ich tiefer runter. Die sehen einfach nicht aus wie von dieser Welt. Da ist nochmal einer. Gold. Und hier ist. Häufiges Problem von Höhlentauern ist Orientierungsverlust. Niemals. Niemals. Ich weiß, wo ich hin muss. Ich glaube, hier. Ja. Oh Gott. Oh Gott, jetzt hätte ich bald die Orientierung verloren. Grundgütiger. Meine Fresse. Ich glaube, wir haben jetzt zwei Silber. Guck mal, wie weit ich da hochspringen kann, wenn ich da mit voller Wucht rausspringe aus dem Wasser. Wie ein Delfin. Baum der Delfin. Ja, Dolphinbaum. So, dann gehen wir nochmal weiter. Ich würde gerne nochmal ein bisschen weiter runtergehen. Zumindest ein bisschen. Wir sind hier. Wir merken uns hier nach oben. Wir müssen nur zurückfinden wieder. Da ist nichts. Irgendwo was. Hier ist nochmal ein Kalkstein. Sandstein ist rund, habe ich das Gefühl. Hier irgendwo Sandstein, Sandstein, Sandstein.
Ach komm, ich bin gerade unten angekommen und schon ist wieder Sauerstoff alle? Oh, das ist echt übel. Ich muss da unbedingt irgendwas machen. Ja, mit Quallen hast du schon Erfahrung gemacht in dem Spiel? Ja gut, dann weißt du schon, was ich nicht mache. Ich hätte sie nicht angelangt. Wusstet ihr, ja, wenn wir wieder Wissenschaftsthema haben, wusstet ihr, dass es eine Qualle gibt im, was ist das, Pazifischen Ozean, die ich glaube, die hat 8 verschiedene, ich weiß nicht hundertprozentig, aber die hat 8 verschiedene Gifte, mit denen sie den Menschen töten kann. Eine Berührung ist halt instant down. Was war das, die Galeere? Galeere irgendwas? Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich habe eine russische Galeere gesagt. Nein, wie heißt das Ding? Naja, auf jeden Fall ziemlich abgefahren, auf jeden Fall. Oh, hier. Irgendwie schwimme ich hier im Kreis, habe ich das Gefühl. Gut, dass ich es noch merke nach einer Viertelstunde. Energie 15%, ist aber nicht mehr so viel. Geht der Siegleiter? System, Rennungskapsel. Eigentlich müsste ich einen Kompass haben, hat mir der Hey gesagt. Aber ich gehe jetzt erstmal zurück, weil ich glaube, ich brauche mehr Energie für den Segleiter. Den gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen noch zurück. Schauen wir mal, ob wir tatsächlich einen Kabelsatz schon herstellen können. Dann gucken wir mal, vielleicht können wir jetzt irgendwas bauen mit dem Konstruktionswerkzeug. Mann, diese Melodie geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Das ist so ein, ich hab zufällig auf Spotify japanische Songs, ich glaube das ist J-Pop, J-Rock, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich auf diese Songs gekommen, da ist ein Lied, das kriege ich nicht mehr aus dem Kopf. Ich poste euch nachher vielleicht mal den Link, wenn es auf YouTube gibt. Da, Zenryo Bakayo, so geil, echt. So, dann schauen wir mal, was wir machen können. Noch eine Flasche mit CO2. Oh, das wäre eine Idee. Mitnehmen und dann austauschen. Das wäre eine Idee, das kann ich da tatsächlich mal machen. Aber Tauchflasche habe ich einfach weggeworfen das letzte Mal. Grandios. Elektronik, Kabelsatz. Da. Hallo Kampfgeeks. Zack. Rushbehälter öffnen. Erweiterten Kabelsatz brauche ich nicht. Weg. BU. Battery. So, brauche ich für die erweiterte Batterie? Muss man schauen. Weil es gibt diese erweiterte Batterie auch noch. Da brauche ich 2 Batterien und ein Silikongummi. Und für Batterie brauche ich Kupfer, Erz und Säurepilz. Alles klar, okay, kriege ich gebacken. Castle on the Hill kenne ich nicht. Mutationsfalle. Objekt anziehen. So, Werkzeuge. Konstruktionswerkzeug. Wo ich sonst noch irgendwas machen eigentlich, bevor ich das jetzt wieder alles raushaue? Und wir machen Konstruktionswerkzeug. Verdammt! So. Na toll, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Ich wollte eigentlich den Scanner auf 2 legen. Reparaturwerkzeug auf 3, den Gleiter auf 4 und das Messer auf 5. Okay. Man bräuchte ein bisschen eine längere Leiste, eine größere Leiste. Man bräuchte eine längere Leitung. Ha. Keine Ahnung. Das Einzige, was ich von Ed Sheeran kenne, ist A-Team. Und wieder kochen. Gekochter Schwiebefisch, damit wir ein bisschen Nahrung dabei haben. Unappetitlichen Fleisches. Hä? Wir sind eh voll im Essen. Verdirbt mir das ja. Ordentliche Größe, aber salzig, verrottend. Das schmeiß ich mal lieber weg. Okay, also wir haben nicht genügend Energie. Wir brauchen Batterien. Wir brauchen definitiv Batterien. Batterien brauche ich mit diesem Säurepilz, den komischen. Hier ist Korallenkram drin. So, ich nenne das jetzt einfach mal Korallenkram. Das ist halt Korallenkr. So, was ist hier drin? Hier ist Erz drin. So, das ist Erz Nummer 1. Erz Hashtag 1. Dann haben wir hier noch, ich muss erst schauen, was drin ist. Hier, genau, das ist mein, wie nenne ich denn das? Was mache ich denn mit diesem Ei?
Spektrum kann ich es nicht. Misselsamen. Das ist mein Bio. Das ist Bio-Hashtag 1. So. Bio-Hashtag 1. Auf dem Kopf. Okay, was ist das? Das ist mein Silikongummi. Davon brauche ich schon mal zwei. Kupfererz haben wir auch ein bisschen was. Das kann ich da reinpacken. Ich müsste das ein bisschen tauschen. Hä? Oh, schön mal die Ohren. Ich habe schon wieder keinen Sauerstoff. Ich dachte, man bekommt keinen Sauerstoff abgezogen, wenn man sich nicht bewegt. So, jetzt aber. Das ist Erz Hashtag 2. Das ist. Muss ich erstmal open sagen. Das ist Erz Hashtag 3. Mann. Komm her, das ist. Erz Hashtag 3. Ich hoffe, ich bekomme auch noch größere Behälter, weil das ist ein bisschen suboptimal. So, das ist. Oh, das ist Erz 4. Die lasse ich mal fallen. Das ist Erz 4. Erz Hashtag 4. Ich muss das eigentlich nicht betiteln, oder? Ah, doof. Was ist das noch? Das nenne ich jetzt mal Schmierstoff. Nein, ich nenne es Oleodante. Oleodante. So. Da wissen wir Schmierstoffe. Gut, Knut. Das heißt, da ist voll. Wir könnten auch dahinter schreiben, voll, aber was soll's. Das ist immer schlimm bei mir. Ich hatte diesen Tick bei. Ist er gut? Ich hatte diesen Tick bei Minecraft auch. Alles muss immer seine perfekte Ordnung haben, sonst komme ich nicht klar. Das macht mich sonst fertig. Säurepilz. So, jetzt aber nochmal hoch und Batterien craften. Der Hey meinte, wenn ich mich nicht bewege, dann würde ich keinen Sauerstoff verbrauchen. Konnte es auch nicht glauben. Aber hat er gesagt. Hat er gesagt. So, noch eine Battery. Und eine erweiterte Batterie, weil wir es können. Ich weiß gar nicht, ob ich. Ich nehme mal nochmal Säurepilz mit. Sorry. Ich mache einfach nochmal. Das und Symmetrie, ja. Das und Symmetrie macht mich verrückt. Aber es gibt tatsächlich auch Spiele, da kommt man nicht drum rum, wie bei Oxygen Not Included. Da muss man einfach asymmetrisch bauen. Das geht einfach nicht anders. Übrigens, der Typ von Twitter, ja, der hat symmetrisch gebaut. Ah, nochmal Notruf. Da schwimmen wir jetzt dann gleich mal hin. Außerdem haben wir unser Konstruktionswerkzeug. Pam, 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 pam. So. 1 Kilometer von der Abschnittstelle gelandet. Okay. Und schon weit, oder? Gut. So. Das sind 200 Meter. Das ist der Segleiter. Wir schwimmen jetzt erst nochmal dahin, weil der Heyer meinte, es gibt noch einen Kompass. Ich kann einen Kompass bauen. Und weil ich es hier verbasel, schwimmen wir jetzt einfach nochmal hin. Hallo, Cat One. Herzlich willkommen bei Casting Chrome. Moment. Nichts übertragen. Was ist denn nur los mit dir, Google? Ja, so ist es, wenn man Urlaub hat, oder? Vergisst man glatt, dass man. Welcher Tag man hat, wollte ich sagen. Energiequelle wechseln. Moment. R? Ladestand. Ach, der nimmt einfach die nächste Batterie hier? Oder geht das Ding dann einfach nicht mehr? Oh, jetzt ist aus. Verstehe. Moment, und jetzt W? Wie kann ich das wechseln? Hier. Batterie entnehmen. Mit der Ladestand 0. Kann ich das nehmen? Auswählen. Und jetzt? Ja. Ich hab's mir auch gedacht, aber ich vertraue euch ja immer. Okay, die ist leer. Kann ich die da aufladen? Ist egal, ich will es gar nicht wissen. Das kriege ich bestimmt nur später noch raus. So, wir schwimmen jetzt nochmal hin. Wir brauchen Kompass. Und wir brauchen noch einen Scanner. Vielleicht kann ich hier noch irgendwas scannen, was ich das letzte Mal verpasst habe. Da ist auf jeden Fall nichts. Da ist nichts. Selbstscan brauchen wir nichts. Da ist auch nichts. Nichts und nichts. Gibt wieder nichts. Sieht nichts so aus. Sieht nicht so aus, als ob hier irgendwas liegt. Wie ein Kompass. Puh. Gar nichts ist hier. Oh, nichts. Ah, okay. Gut. Dann ist hier nichts.
Wenn wir schon mal hier sind, gehen wir mal nochmal weiter runter. Vielleicht können wir noch ein bisschen Silber suchen. Und ein paar nahrhafte Materialien. Blasenfische sind übrigens auch nur oben. Das sieht gut aus. Okay, wir gehen nochmal Luft holen und dann gehen wir da runter. Ich habe echt Panik. Furchtbare Panik, hier runter zu gehen, nämlich zu verirren ohne Kompass. Genau, ich wollte einen Kompass basteln, richtig, hier nämlich. Und? Silber? Blei. Oh shit, ey. Ich will kein Blei haben. Außer ich kann Blei zu Gold machen. Ich bin ein Taucher und kein Alchemist. Alter, verzieh dich! Alter Schwede! Komm du nur her zu mir! Du Mistvieh! Schnetzel! Ja, blöd, wenn man keine vernünftige Wegfindung hat, was? Oder bist du schon tot? Schwimmst du schon nach oben? Bist du schon tot? Hallo? Stirb! Stirb eines schrecklichen Todes! Hast du ein Glück, dass ich jetzt Sauerstoff brauche? Mistvieh! Hat mich angezogen und dann gebissen! Meine Güte! Oxygen. Ist ja gut. So, was haben wir jetzt? Wir haben Schwebefisch zum Essen. Altgekochter Schwebefisch, ja zack. Bartenfisch, den lassen wir fallen. Und wir brauchen Silber. Ich brauche mehr Silber. Silber. Hier ist nochmal was. Und das ist Kalksteinaufschluss. Kupfer, aber Kupfer ist ja auch okay. Mit Kupfer lasse ich mich gerade noch überreden. Aber haben wir irgendwo hier... Oh oh. Da ist noch was. Hier. Hier wieder Blei. Prima. Das ist vielleicht demotivierend, wenn man nur Gold bekommt. Anstatt Silber. Und die Leute würden sich wahrscheinlich freuen. Wahrscheinlich ist Gold total selten. Und oh. Das ist, ja, ich gehe da nochmal zurück, weil sonst verlaufe ich mich wieder. Aber da gehen wir gleich nochmal runter. Das sieht cool aus. Da bin ich weiter in die Höhle. Oh, und hier war auch noch einer. Oh, nochmal Gold. Nein, bleib da. Jetzt aber auf. Lord Andrew, hallo. Hallo. Übrigens wird man jetzt Twitch-Partner, oder kann man jetzt Twitch-Partner werden, wenn man dauerhaft 75 Zuschauer hat. Also, auf geht's. Auf geht's. So, wieder Blei. Ach, Mann, ey. Wo war denn das jetzt? Muss ich weiter runter? Da war die Höhle, genau. Here we go. Wieder Blei, Mann! Wie läuft's denn mit dem Football Manager Cat? Wo ist die Cat One? Komm ich da wieder raus, oder? Ah, da komm ich wieder raus. Aber hier kommt nur Blei. Was meine ich mit Blei? Mit Blei kann ich bestimmt irgendwelche Beschwerungen bauen. Silber. Nein, wieder Gold. Das gibt's doch nicht. Geht voran. Simulierst du die Spiele oder lässt du die auch wirklich laufen? Weil ich fand, die zu spielen, das dauert ewig. Ja, wenn man mal eine Saison spielen will in 2-3 Stunden, das ist fast unmöglich. Das ist wirklich fast unmöglich. Die Frage ist, was wollten wir denn noch bauen mit dem Silber? Ich wollte mein Konstruktionswerkzeug erstmal verwenden. Richtig, ich erinnere mich. Blei? Radioaktiv? Nee. Blei isoliert gegen Radioaktivität oder gegen Strahlen zumindest. Alpha-Strahlen, Beta-Strahlen, Gamma-Strahlen, ich weiß es nicht. Deswegen auch beim Röntgen immer ein Bleianzug. So, Kupferdraht und Kabelsatz. Okay, den könnte ich mir jetzt bauen. Das ist super. Kabelsatz, Phasengewinde. Kreislauf-Tauchgerät. Schnell zurück. Wo müssen wir hin? Kreislauf-Tauchgerät. Wo bist du? Da. Radioaktiv sind immer die, die in der Periodenliste ganz unten stehen. Meistens. Haben wir hier vielleicht noch einen Blasenfisch?
Wir sind hier nicht, hier ist zu tief für Blasenfische. Was ist mit dem los? Kommt mir vorbei, Klubschauge, brauche ich nicht, brauche einen Blasenfisch. Blasenfisch, Blasenfisch. Ich brauche ja einen Blasenfisch. Da ist einer. Tschakka. So, noch einer. Noch einer, der mir helfen möchte? Nein. Ja, die bin von der Wollmaske angetan.